Alles hat einmal ein Ende. Auch unser Irland-Trip. Er endet in Rosslea im Fährhafen. An Bord der Fähre machen wir es uns für eine Nacht bequem und genießen die Überfahrt. In Rosslea werden wir von den Container-Regenbogen empfangen. Guten Morgen, das letzte Mal aus Irland. Hier ist der Turm. Ich mach mal die Tür auf, ist jetzt 7:30. Also gestern war ja wieder ein grottenschlechter Tag, hat nur geregnet und heute sieht es so aus. Der Ozean hat sich beruhigt. Hier auf dem Platz standen wir diese Nacht ganz alleine. Also heute fahren wir nach Rosslea zur Fähre. Das sind die Morgenwellen, die heute kommen, heute früh. Das war's. Unser letztes Frühstück. Und wenn ich nachschaue, ja, die Sonne. Da oben genießt du den Sonnenschein. Das tut gut. Wir hatten jetzt wirklich die letzten 3 Tage keine Sonne. Hm. Da merkst du erstmal, wie man von den Planeten abhängig ist. Von der Sonne. Hier am Atlantik sitzen und einen Kaffee trinken. So, wir nehmen Abschied vom Atlantik. Und es sieht aus, als wollte sich das Wetter mit uns versöhnen, heute am letzten Tag. Hier geht sogar eine Brücke drüber. Ja, jetzt würde ich gleich noch ein bisschen hier bleiben. Denn Wetter macht es natürlich Laune hier. Aber wir kommen auf alle Fälle wieder Irland. Das ist nicht unser letzter Besuch. Das Ende von der Brücke hört erst mal auf, hat alles weggespielt hier. Müsst erst mal einen großen Sprung machen hier, dass du hier rüberkommst. Ja, sieht man, dass ja in letzter Zeit große Wellen waren. Der Weg ist ganz schön ausgespült hier. Hier an den Dünen, hier kann man schön sehen, wie das Wasser sich immer weiter vorarbeitet hier. Da ist schon gigantisch. Was das Wasser für eine Kraft hat hier, wie hier die Hänge dann wegrutschen. Also das ist jetzt unser letztes Video und ich ende das genauso wie das erste mit dem Plastisack. Wir haben, wo wir hier in Irland waren, viele, viele Plastikflaschen abgelesen. Und jetzt symbolisch mache ich das auch nochmal am letzten Tage. Denn wir sind für plastikfreie Ozeane, für plastikfreie Meere. Da muss man keine Grünen wählen. Da kann man einfach was tun, wenn jeder das macht. Von 8,4 Milliarden, jeden Tag eine Flasche, sind 8,4 Milliarden Flaschen am Tag weg und werden recyceln zugeführt. Also macht das auch bitte. So, hier haben wir eine. Und schon haben wir einen kleinen Strandabschnitt wieder sauber gekriegt. So. Jetzt müssen wir bloß sehen, dass wir noch einen Abfallbeutel, Abfalleimer finden, wo wir es abgeben können. Also macht in Zukunft bitte mit, damit die Welt schöner wird. 11.45 Uhr, wir starten jetzt, fahren zur Fähre nach Rosslea. Rosslea heißt es richtig. Aber wir nutzen nochmal die Gelegenheit, hier eine Ehrenrunde auf diesen schönen Stellplatz zu drehen, der auf alle Fälle für Leute, die nach Irland reisen möchten mit dem Wohnmobil, als erster Stellplatz ein Traum ist. Also hier kann man wirklich eine erlebnisreiche Irland-Rundfahrt starten. Und wir starten jetzt, wie gesagt, nach Rosslea zur Fähre. Wir fahren jetzt durch Wexford durch. Die Reise neigt sich hier wirklich dem Ende. Wir sind jetzt gleich in Rosslea angekommen. Wir stehen jetzt hier kurz vor dem Fährhafen von Rosslea. Finnlines ist schon da, unser Schiff. Das kommt nach. Und hier, wie gesagt, wo wir gekommen sind, haben wir auch gestaunt hier über diese Yucca-Palmen hier. Weil man denkt, es ist ein Mittelmeer. Wir haben uns jetzt positioniert hier auf dem Fährhafen. Stehen hier unten. Haben jetzt herausgefunden, wo die Fähre ablegt. Es ist hier drüben. Hier rechts, hier hinten. Bei den gelben Häuseln. Und wir hatten die ja im Internet gebucht
Und meine E-Mail war weg und die Beth hat nur noch ein Foto von der, ein Foto von der E-Mail. Jetzt waren wir dort und ob das reicht. Und er hat gesagt, das reicht. Die Harley Davidson fährt jetzt los. Wie spät haben wir es denn? Normalerweise müsste das Schiff schon längst abgefahren sein. Ist mich 17.54 Uhr. Ist es? Hm. Und 17 Uhr soll sie losfahren, ne? Ja. Sonnenuntergang fahren wir an Bord. Tschüss, Irland. Tschüss. Achtung, wenn du an Bord fährst. Ja. Bitte schräg. Dass du nicht aufsetzt. Wir sind 2022 auf eine Donaufähre gerade aufgefahren und sind dabei mit dem Untergestell hinten etwas auf den Boden gekommen, der dadurch etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. An Bord sind wir. Jetzt gehen wir mal in unsere Luxuskabine. So, das sind bloß 3 Wohnmobile an Bord. Und die Fähre ist fast leer. Die haben uns jetzt gesagt, dass das Wetter schlecht wäre. Hohe Wellen und schlechtes Wetter. Obwohl hier die Sonne scheint. Lass uns mal überraschen. Ich freue mich auf so eine schaukelige Seefahrt. Nicht auf der Eurypia, sondern auf unserem Schiff wieder. Die 8305. 302. Oh. 8302 ist die große. 6. 8305. Hier. Rein. Zack. 8300. Oh, schöner Balkon wieder. Ne, wir hatten letztes Mal ein anderes Bild. Bet, schau mal, dein Bett haben sie hochgestellt. Oh. Das ist doch schon. Oh, hier ist meine Kabine. Schau mal. Hier ist sie. Schau mal, Bet. Sehr schön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sag mal, das ist die Front hier. Steck schneiden, schnell. So, sag mal, was ist los? Los, erstmal. Oh, da gehst du einmal herrlich. Hier kann ich duschen heute. Hier. Guten Tag. Oh, herrlich. Oh, passt doch. Super, schön. Und du hast auch. Sehr gut. We will be arriving in Le Havre tomorrow at 2 p.m. Irish time. The time used on board is Irish time. We wish you a very nice crossing. Also, bye bye, Irland. War ein schöner Trip. Draußen auf dem Atlantik soll es heute ein bisschen stürmisch werden. Bin ich ja gespannt, was uns erwartet. Motoren laufen. Wird natürlich ein bisschen CO2 wieder in die Luft geblasen. Aber es ist nicht das einzige Schiff, was heute fährt auf der Welt. Sven allein liegt vertrieben. Es wäre schon mal schön, wenn wir frische Wellen erleben. Jetzt ist alles relativ ruhig. Also ich esse noch mal Fisch und Chips als letztes Mal. Was hast denn du? Ich habe Miesmuscheln. Oh, die habe ich heute hier am Strand zertreten. Und hier bei diesem schönen Wetter. Also Wellen sind allerhand jetzt schon und es soll noch schlimmer werden. Bin ich ja gespannt, ob ich das so vertrage. Vielleicht müssen wir noch ein Bier mehr trinken, dann ist alles gut. Wenn man den Stuhl sich betrachtet, dann kann man darauf schließen, wie der Wellengang ist. Also die Stühle wackeln von selbst. Ja, jetzt ist es in der Nacht um 1. Ich bin mal rausgegangen, weil es schaukelt ganz schön. Also es sind ganz schöne Wellen. Ich guck mal runter hier. Frühstück. Frühstück. Letztens waren wir hier in der Kabine. Ich werde erstmal rausschauen,
Ach, ich komme, ach, du bist nur los. Hat ja geregnet. Aber ist ja gar nicht so schlimm, Wetter. Oder sind es die Wellen gewesen? Wie heißt der Landbeet? Land in Sicht. So, jetzt haben wir uns hier einen schönen Fensterplatz rausgesucht. Das werden wir erstmal frühstücken. Ganz normales Frühstück. English Breakfast. Es sind relativ wenig hier hin jetzt heute früh. So, wir sind immer noch auf dem Schiff. Ich suche den Dom. Wo ist er denn? Hier vorne hat er seine Entspannungshaltung eingenommen. Ist das so entspannend? Seite haben wir die Sonne und wenn ich rumschwenke, da habe ich hier über dem Ärmelkanal einen Regenbogen, sehe ich hier. Der Morgenspaziergang über Deck geht auf die oberste Etage mal hoch. Also scheint die Sonne, jetzt ist eigentlich angenehmes Wetter. Gehen wir mal hier hoch ans Oberdeck. Jetzt bin ich ganz hinten am Schiff angekommen. Hier unten sieht man die LKWs und die sind sogar befestigt. Auch hier drinnen hören wir die Motoren. Wir haben die Überfahrt jetzt hinter uns gebracht. Vor uns liegt Lehafe. Und hier sieht man die wunderschöne Steilküste, auch hier auf der französischen Seite. Und da vorne ist Etvedat. Und hier kommt ein Öltransporter ins Bild gefahren. Vor uns unschwer zu erkennen an diesem Bleistift, an diese große Kirche in der Stadt. Le Havre. Hafeneinfahrt Le Havre. Wir haben die Überfahrt geschafft. Die zweitgrößte Hafenstadt Frankreichs hat 172.366 Einwohner vom Stand 2015. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört und war 1945 bis 1954 nach Plänen des Architekten Auguste Perret wieder neu aufgebaut. Der Stadtkern ist einer von zwei Stadtensemblen des 20. Jahrhunderts in der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. So, jetzt schwenke ich nochmal rüber zu den Regenbogen. Der Container Regenbogen wurde 2017 von Vincent Ganivet anlässlich des 500. Hafengeburtstages geschaffen. Er besteht aus 36 Containern und erreicht eine Höhe von 28,50 Meter. Das Schiff legt rückwärts an, fährt jetzt rückwärts rein in den Hafen. Ich weiß noch, bis ganz rum müssen. Wir haben unser Wohnmobil wiedergefunden und sind jetzt bereit, wieder auf der rechten Seite zu fahren. Der Glücksbringer ist auch noch hin. Ist alles gut. Dann gute Fahrt nach Chemnitz. Und rechts fahren. Rechts fahren, Thomas.
wenn die jetzt wieder solche Kontrollen machen, hier rüber. Ich bin gespannt. Wir kommen jetzt aus, hast du gesehen, zwischen Irland und Nordirland war ja keine Kontrolle. Also wir sind jetzt Einreisende in die EU, obwohl wir aus der EU kommen. Dom fährt jetzt zur Grenzkontrolle. Mal sehen, was die da alles sehen wollen. Ob das ist wie bei der Ausreise. Schauen wir mal. So, Pässe haben wir schon bereitgelegt. Jetzt geht's los. Wir sehen, ob wir hier gefilzt werden oder ob das besser ist dieses Mal. Hallo, schönen Bonjour. Okay, bye bye. So, also dieses Mal haben wir unsere Pässe ruckzuck zurückgekriegt und können losfahren. Also, let's go Sachsen, wir kommen auf nach Saxonia. So, ihr Lieben, Irland vorbei, Westland hat uns wieder. Schön, dass ihr uns begleitet habt. Jetzt geht's auf den kürzesten Weg nach Hause, nach Chemnitz. Genau. Jetzt sind wir hier Le Havre wieder und haben jetzt 1051 Kilometer bis nach Chemnitz. Eine Nacht tun wir noch einplanen. Le Havre haben wir jetzt verlassen und nähern uns jetzt der Autobahn. Also jetzt fahren wir auf die Autobahn drauf. Was steht denn da drauf? Lesen wir vor, was da drauf steht. Ticket, laut. Ja. Ticket, die Uhrzeit steht drauf. Wo wir drauf gefahren ist. Und wo wir drauf gefahren sind. Wir sind jetzt auf der Autobahn. Langsam ein. Das ist noch gar nicht so lange. Aber ich würde lieber Landstraße fahren oder Beethemne, die fährt lieber eine. Wir haben uns entschlossen, auf der Rückfahrt die Autobahn reinzunehmen, auch die Mautautobahnen. Gerne könnt ihr jetzt mit 5-facher Geschwindigkeit auf den Autobahnen Frankreichs mitfahren, bis wir an unseren Stellplatz ankommen. So sehen die Räder aus, wo wir hochgefahren sind. Also ihr müsst ein bisschen durch den Schlamm fahren. Aber war gut, dass dann das letzte Stück asphaltiert ist. Das ist der Platz hier, da zeigt man einen Rundblick. Also passen 3 Autos her. Maximal 3 Autos. Hier an einer Gedenkstätte. Hier in diesem Gebiet tobten die Schlachten des Ersten Weltkrieges.